Uff, uff. Uff, uff. Die Musik, diese neue Hafenmusik von Wilder Vorschuss macht mich echt fertig. So eine Psychologenmusik, so. Also wenn du in Psychologie wartest, immer warten würdest. Wirklich durchdrehst. Was hast du denn drauf? Also welchen Hafen hast du denn? In Nordeuropa hier, wie heißt das hier? Jord. Island, ja, genau. Sehr merkwürdig. Hallo Poppy! So, das, ja gut, das ist ein bisschen. Ja, ist okay. Man muss halt einen Hafen wechseln. Kannst auch den Russenhafen nehmen, da geht die Polka ab. Ich hab schon mal Nasi reingezogen. Ah, sehr gut. Mahlzeit, Nasi. Damit er sich melden kann, wenn er soweit ist. Läuft's? Nur Siege, oder? Bis auf die letzte Niederlage. Nur Siege. Nur Siege bis auf ein paar Niederlagen. Zwei Spiele gemacht. Ganz genau, Polen reicht von Skandinavien bis Russland. Böses. Nützt nicht gesagt, du sollst Hawaii nehmen, die entspannt. Da haben sie ein bisschen nackte Haut vergessen, Wargaming. Deswegen. Mag Fjord, mag ich eigentlich sehr gerne. Wenn ich die ganze Zeit dieses Flugzeug so abfuckt. Dass immer diese Kreise dreht. So, wo fahren wir hin, Herr Prime? Ah, oh, wohin du möchtest, da bin ich gut drauf. Lass mich mal kurz eine Taktik zusammenschustern. Lass uns zwischen B und C durchfahren. Was hältst du davon? Nochmal. Was? Lass uns zwischen B und C durch. Also so, dass wir auf C wirken können, aber bei B geschützt sind. Also auf B wird wahrscheinlich sowieso keiner fahren. Du weißt schon, dass das die Mega-Camper-Map ist da mit den A und B da oben? Wir sind halt hier. Wir müssen. Nein, sind wir nicht. Wir sind fast halt hier. Ja, das ist Stufe 8, das ist Stufe 7. Die Ponys haben sich auch gerade getroffen im Spiel. So, warum nimmst nicht den Babo Natalie als Kapitän auf deiner Italo-Dosen? Ja, weil ich den hier für die Venezia trainiere. Real und. Babo Natale meinst du? Nee, der ist mega hässlich und diese Scheiße unterstütze ich nicht. Ganz im Ernst. Und Wolfgang, die Cam Babbo Natale. Macht immer noch Störungen. Babbo Natale ist das italienische italienische Wort für Weihnachtsmann. Und warum ist er hässlich? Ja, der Kapitän. Er hat nichts mit dem Babbo Natale generell zu tun, sondern einfach mit, ich will keinen Weihnachtsmann auf meinen Schiffen haben. Ah, der dann immer sagt, vielleicht? Hoho! Was? Osterhasen vielleicht? Nein, auch nicht. Warum nicht? Weil, ich habe auch nicht die Dasha Perova auf meinen Schiffen. Ich glaube nur auf einem, wo ich sonst keinen Seelenkapitän hatte. Also viel Spaß. Viel Erfolg. Wo war ich heute mit Heuer mit? Was heute mit der Cam? Ja, die kommt wieder. Ich habe einen Greenscreen bestellt, weil ich habe Störungen mit dem Video-Broadcast. Ist blöd, aber die kommt wieder. Oha, jawohl, Herr Kaloin sagt, die polnische Weltherrschaft steht kurz davor, kurz bevor. Muss ich da was wissen? Was? Warum? Ich weiß nicht, hast du da irgendwelche Dinge in deinem Terror Kings 3 Stream posaunt, die an Spartas Expansionsplänen scheitern können? Nicht wirklich. Okay. Es war übrigens übelster Abfuck, dass der scheiß Pass Fluffy Power den Kreuzzug ausgerufen hat. Fluffy Power! Ich weiß, aber. Fluffy aber, hey, Power! Mussten wir mitmachen. Ist das ja, da bin ich aber gespannt, dass wenn der Papst einen Kreuzzug gegen einen von euch ausruft, ob dann auch alle anderen mitmachen, spieltechnisch. Das ist natürlich immer freie Entscheidung, ob sie mitmachen. Aber ah, nein, spieltechnisch musstet ihr ja mitmachen. Gegen die Araber, ne? Das weiß ja. Dankeschön, Wolfgang! Hat 2 Stufe 1, könnt ihr aber verstanden. Vielen lieben Dank, das hätte doch nicht nötig gewesen, das weißt du, ja? Aber vielen Dank. Danke, dass du abgestimmt hast, dass du dabei bist. Scheint hier nicht sehr viel zu sein, oder? Auf See. Oder nicht wirklich, nur er hat Shuharu und King George, aber ansonsten. Boah, King George hat aber richtig gelutscht gerade, ne? Ich hab von mir schon fast 20.000 in einer Salve gefressen, ich habe nur 4x2.
Das ist SAP Power Baby. Ich finde tatsächlich die Francesco Caracciolo, finde ich, am spaßigsten momentan zu fahren, obwohl ich die eine Cleveland Littorio noch nicht gefahren bin, oder die Vittorio Veneto. Ne? Nein, nicht für die Cam-Reparatur. Die Cam ist nicht kaputt, Wolfgar. Es ist ein Nvidia Broadcast, welches anscheinend nicht mit OBS harmoniert oder mit PCI Express 4. Muss ich mir nochmal anschauen und deswegen zu Störgeräusch. Nein, beim Mikrofon sorgt. That's the problem. Ich fahre jetzt auch wieder runter, das ist ja lächerlich hier. Ja, hier ist ja nichts. Was ist das denn für ein HE-Spam mal seinem Nebel? Belfast? Öland? Hatoharu? Akatsuki? Die Lenin kommt da hinten rum. So, dann Bier. Dankeschön, Wolfgang. Das werde ich mir morgen gönnen. Feierabendbier ist das Beste. Ja, ich freue mich schon auf Crusader Kings. Crusader Kings macht echt Spaß. Mega. Ich habe auch, wie gesagt, ich hätte gleich Jerusalem, Robert, aber darum geht's. Also, Jerusalem habe ich ja schon. Ich hätte meinen, wenn das Problem war, ich habe mit Musik einen Krieg geführt, einen Regionskrieg, aber zeitgleich nicht zusammen, damit wir größere Teile erobern können, ne? Weil sonst kann man ja nur, man kann nur einen Krieg führen. Und ich konnte nur ein Herzogtum erobern. Da habe ich mich für das Größte entschieden. Ich hätte auch das Herzogtum Jerusalem erobern können, dann wäre das voll für den Arsch gewesen, dass ihr noch kommt. Aber nichtsdestotrotz hätte ich dann Jerusalem gehabt, weil ich wollte Jerusalem, weil Jerusalem hat eine weiße Farbe bei seinem Königreich. Dann würde ich endlich die pinke Farbe los. Weißt du, wie ich meine? Ah. Ja, ich verstehe schon. Reingezogen, ja. Hi. Hallo, Nasi. Hi. Das wäre es halt gewesen, deswegen habe ich das abgekürzt oder angekürzt. Aber da muss ich halt warten, bis die Moslems das wieder einnehmen und dann. Was? Die werden das nicht mehr einnehmen. Jerusalem wird christlich bleiben. Nein, also, sonst das ist sowieso schon, aber. Sonst überrenne ich es, von daher. Du überrennst es, du willst gegen Jerusalem Krieg führen. Ah, das ist eher eine Annexion dann. Die haben keine Verbündeten, das sind mega schwach. Weil sind Christen. Das mal, muss das mal umständlich vorbereiten durch. Ja, das ist kein Thema. Und dann. Ich fordere die Hauptstadt und dann fordere ich den Titel, gut ist. Was mit dieser. Hallo Nasi übrigens. Mit Nagato hier los eigentlich? Steht, ich weiß nicht. Die frisst sehr viel und sehr gerne, aber ist gerade hinter der Insel. Jetzt hat's geknackt. Nein, die. Ziel. Ah, okay, das ist gut. So noch Schluck. Wolfgang fängt gleich mit Schnaps morgen an. Ja, Wolfgang, wir müssen uns unterhalten über Expansionspläne. Nee, Wolfgang, du unterhältst dich nicht mit dem byzantinischen Reich. Du Hallo, hast genug zu tun in Europa. Willst du ihm das verbieten? Natürlich. Das ist ja mega frech. Ah. Schaden. Wieder Schaden auf einem Brei stehen. Nagato. Schneller, schneller, schneller. Nein. Ja, das war's schon mit dem Gefecht, ne? Irgendwie schon, ich habe 25.000 Schaden gemacht, das ist richtig viel. Oh, ich bin bei 54. Ich hätte auch die Kontrolle über Jerusalem übernehmen können und mich unter die Herrschaft des Basileus stellen können. Ja, da hättest du viel zu viel aufgegeben, aber dann hätten wir dir den Basileus-Thron verschafft, Wolfgar, damit du etwas Gleiches, also etwas Ausgeglichenes bekommst. Das wäre auch geil gewesen, das wäre ein mega Dick-Move. Das wäre kein Problem gewesen, tatsächlich. Na, natürlich nicht. Also, das ist ja bewusst. Dann ist halt England, wäre interessant gewesen, was England macht. Ja. Oh, Trinity. Ich glaube, England würde dann über etwas längeren Zeitraum polnisch werden. Nach und nach. Ich sehe schon, wir müssen Polen zerschlagen, das wird zu mächtig. Aus Angst, dass du zu mächtig wirst. Ich bin eigentlich voll das schwache Reich, tatsächlich. Also, ich bin wirklich am Struggeln zur Zeit mit internen Sachen. Ich habe auf der weltpolitischen Bühne habe ich nichts zu melden. Ich bin zwar groß, aber die Größe war nicht angestrebt. Ja, schon sein, das ist keine Ahnung, voll wild. Du bist zu schnell gewachsen und hast zu wenig ausgebaut, das ist es. Nee, also das Wachsen war schon okay, aber ich meine, das Ganze hier in Skandinavien zum Beispiel, das ganze Land, was ich bekommen habe, war einfach nicht geplant, war wirklich nicht meine Intention. Ist mir einfach in den Schoß gefallen, leider Gottes. Du Armer, ich muss alles hart erkämpfen und erschleichen. Das
nächstes ist Nubien dran. Ich werde Afrika ausbauen, weil alle meine Provinzen sind schon ausgebaut. Dann werde ich jetzt die von meinen Angehörigen, also von meinen Untertanen ausbauen, weil das Gold sammelt sich. Gesundheit, Schatz. Gesundheit. Gesundheit. Dieses Gefecht also noch, ne? Dann sind wir bei dir. Am Wochenende geht's los mit Dings noch, oder was? Am besten wäre es, wenn es Samstag losgehen würde, weil Samstag seid ihr nämlich in Star Citizen unterwegs, dann kann ich schon mal anfangen zu farmen und zu bauen. Wow. Ja, hallo? So ein bisschen zumindest. Wobei, ist noch nichts geplant, aber wäre cool, wenn es jetzt wieder ausgehen würde, ein paar Stunden ins Citizen. Ja, am Anfang wird es sowieso so sein, dass wir nur PvE haben, die ersten zwei Wochen, ja, natürlich, damit sich die Leute aufbauen, klar, können. Und dann, ja, aber trotzdem, weißt du, mal, weil so ein Arena-Projekt ist halt einfach, eine Arena ist schon eine Arena. Wo habe ich den hingeschossen, verdammt? Ja, ja, sowieso, eine Arena ist eine Arena. Wie heißt das Schiff? Carpaccio? Caracciolo. Caracciolo, das spricht man genauso aus. Carpaccio. Carpaccio ist auch nicht schlecht. What the fuck, hier steht ja fast die Budioni da hinten, ne? Ganz genau, der Schalke will auch nur in Sicherheit wiegen und im Hinterland Norwegen wird Truppen ausgehoben und die werden dann um Afrika rumgeschickt, um in Ägypten einzufallen, durchs Rote Meer. So schaut das aus. So Quark. Oh, 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 oh. Oh shit. Da hat die Caracciolo ja schön gefickt. So ist es, sehr schön. Schalke sagt das wunderschön und richtig. Wie ein 70er-Jahre-Pornostar mit einem Pornobike. Böses Gesicht. Das ist ein Schnurrbart, ein prächtiger Schnauzer ist das. Schnauzer. Schnauzer sagt, sind die Gefechte besser als das auf Stufe 9? Ein sehr einprägsames Gefecht war das, was ich heute gezeigt habe. Oh, das war echt übel, Schack. Gestern habe ich gespielt World of Warships 3 Stunden. Wir haben hier den Online-Imker-Kurs und der spricht so langsam. Und ich bin jetzt kein Kind, kein Mensch, der ADHS hat, aber das ist mir einfach zu langsam. Da muss ich nebenbei noch was machen. Auch über Vorschiffs italienische Schlachtschiffe gespielt. Das war so übelster Abfuck. So schlechte Gefechte. Also, ich habe immer 150, 175.000, 180.000 gemacht, aber seltenst gewonnen. Weil die Teams waren einfach so schlecht. Habe ich heute Morgen auch gehabt tatsächlich. Ich habe Teams gehabt, die haben sich aufrauchen lassen innerhalb von 3 Minuten. Ja, oder fahren auf den Rand runter der Karte. Da stehst du da mit runtergelassenen Hosen, denkst du, what the fuck ist hier passiert? Weißt du, was ich meine? Ja, ja, ich kenne das. Oh, hast du schon Schusslinie auf die Weser, du Schwein? Ja, ja. Map Vision, Positioning. Lass mir was übrig, ja. Du hast ich den auch gehabt, weißt du, ich bin DD, fahre dann ins Cap, kämpfe dann mit dem anderen DD, hab das Cap dann irgendwann gekriegt, und dann hieß es, Instant Season und zwar letzte Hoffnung. Ich denke mir so, was ist los? Das ist echt drin. Komm nicht über die Insel bleiben, hast du Glück. Ja, ja, das beobachte mit Freude immer wieder Wargamings Zielmechanik, dass wenn ein Schiff rückwärts fährt, dass man gleich 5 Meter höher zielen muss. Auch wenn es noch steht, ist ganz egal. Sobald die Nadel die minus 0,1 überschreitet, ist schon gearscht. Unsere Kizuki ist. So, aber ich stecke noch ab, auf. 3, 2, 1. Ganz genau, Schalke. 3, 2, Peng! Ja, ich hab sie kommen sehen, deine SAP. Ah ja, Perli, hallo, guten Abend. Komm. Guten Abend, Lord Helmchen. Hallo, Enterprise. Ah, wir müssen wieder Star Trek Online spielen. Ich hab's installiert und bin wir richtig geil drauf. Wir haben keine Online. Wir haben keine Zeit für Star Trek Online. Ich rufe jetzt meinen Chef an und sage: Ich kündige! Wir warten, bis Star Trek Online 2 rauskommt. Das wird nie sein. Dann kündigen wir. Ah, richtig wild.